Valentinstag, liebe Theaterfreunde, ganz herzlich willkommen zu der Ausgabe vom Stück der Woche. Und passend zum Valentinstag bin ich auch heute nicht allein im Video, sondern ich habe tatkräftige Unterstützung von meinem Büsi. Sans grüßt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu der Valentinsausgabe vom Stück der Woche. Und passend dazu haben wir für euch auch ein Stück ausgesucht, das ein bisschen ans Herz geht und wo die Liebe ganz eine grosse Rolle spielt. Heute schauen wir uns Verliebt, Verlobt, Verzwickt an, eine Komödie vom österreichischen Autor Martin Radl. Übersetzt wurde ist das Stück vom ehemaligen Bräuninger-Chef Rico Spring. Martin Radl, selber auch Schauspieler bei einer österreichischen Theatergruppe und hat auch verschiedenste Theaterstücke schon selber geschrieben. Und eben Verliebt, Verlobt, Verzwickt, das ist sein erfolgreichstes Werk. In diesem Stück geht es um Elisabeth Römer. Sie ist eine junge Frau, die gerne heiraten will, und zwar der Herbert. Er ist nicht mehr ganz so jung und er ist auch eher von der langweiligen Sorte. So weit, so gut, aber man mag es kaum glauben, vor vielen Jahren hat der Herbert eine Affäre gehabt und aus der ist eine uneheliche Tochter entstanden. Und die Anna, die steht plötzlich vor der Tür, aber das ist nicht die einzige Verbindung, die die Anna zu dieser Familie hat, sondern sie ist auch noch gerade die neue Flamme von der Elisabeth, ihrem Vater. Die Familienverhältnisse in diesem Haushalt, die werden, ja, wie es der Titel schon sagt, immer verzwickter. Und das geht so weit, dass die Elisabeth durch ihre Hochzeit auf einmal zur eigenen Großmutter wird. Es ist also eine sehr lustige Sache, die sich da abspielt in diesem Stück. Aber keine Angst für alle Romantikfans. Die Liebe kommt natürlich auch nicht zu kurz. Aber nicht ganz so, wie man das vielleicht am Anfang würde vermuten. Das Stück hat mir beim Lesen sehr gut gefallen. Es hat wahnsinnig gute Einfälle, es hat witzige Dialoge und Pointen und vor allem, es hat wahnsinnig viele Verwechslungen und das ist etwas, was ich immer ganz besonders gerne habe. Und man darf nicht vergessen, es gibt in diesem Stück ein paar Rollen, die eigentlich fast schon das Eintrittsgeld alleine wert sind. Ich denke da beispielsweise an schrille Hochzeitsplaner oder an eine bekiffte Pöstlerin. Und was ich persönlich ganz gelungen finde, ist die Idee mit den Guetzli. Da verrate ich jetzt aber noch nicht zu viel, das könnt ihr am besten gerade selber nachlesen. Das Stück eignet sich für relativ viele Vereine, für alle, die es nämlich gerne turbulent und witzig haben, wo die Leute für 2 Stunden lang zum Lachen bringen wollen. Man sieht das auch, wenn man auf die Hitparade schaut vom Bräuninger Verlag. Dort ist das Stück nämlich in den meistgespielten Stücken der letzten 5 Jahre zu finden. Falls ihr also das Stück schon gespielt habt in der Vergangenheit, dann teilt gerne eure Erfahrungen. Wie ist das Stück bei eurem Publikum angekommen? Und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann haben wir natürlich die Leseprobe, wie immer, für euch verlinkt. Das wäre es schon fast gewesen von mir von dieser Woche, aber zum Schluss habe ich noch eine kleine Anmerkung zu machen. Die Blume hat meine Frau für sich selber gekauft.